Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern. Man muss ja immer auch nach solchen Geheimnissen suchen hier. Besser ist es. Weil die halt auch schöne Informationen halt. Da vorne ist Licht. Geh nachsehen. Du bist der Boss. Also ich finde hier leider nichts mehr. Abgeguckt alles. Aber hier ist nichts. Dann machen wir uns mal. Boah, ist das gruselig, Alter, ey. Jetzt mal ohne Witz. Von hier haben sie vermutlich die Geisel. Wir gucken uns das gleich genauer an. Ah, so. Kommt mir nach. Holy shit, Alter. Und cool bleiben, hier unten gibt es Zivilisten. Nette Bude. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Ich frag mich, wann ein Trödeltrupp kommt. Bdumps. Okay, hier gibt's auch kein Geheimnis unten. Ah. Scheiße, die haben auch ein Piano? Ich hab den falschen Job. Hugo, still. Sorry. Da geht's lang. Hier noch irgendwo ein Geheimnis. Nur blaue Trinkfässer, Kisten. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Wie die Kabuler Todesschadronen. Scheiße. Ja. Scheiße. Oh, Alter, guck das mal an, ey, mit Kindern, die keine Augen haben, Alter, ey. Das ist das Letzte, was du siehst, ey, und dann stirbst du dadurch. Was zum Fick, Alter, ey, jetzt mal ohne Witz. Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot. Hier wäre es friedlich, hätten Sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden Sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir Sie finden. Ach ja, wo ist er? Er hat's nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Hab ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Ich wollte gerade abdrücken. Scheiße. Damit, ich wollte gerade abdrücken, ey. Check die Leiche. Lügt nicht. CIA Mann. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Du lässt ihn gehen? Wieso? Ich erschieß keinen US-Soldaten, Lugo. Und wir können ihm zur 33. folgen. Aber ich wollte ihn doch gerade töten. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte wissen, was da passiert. Das war jetzt eine dieser Entscheidungsfreiheiten. Willst du ihn gehen lassen oder erschießt du ihn? Und jetzt haben wir ihn gerade aus Versehen gehen lassen. Make it real. Verdammt, alles CIA-Zeug. Du
Das war anscheinend ihr Versteck. Sibylle? Wie schon bei Ankunft berichtet, ist die Situation in Dubai trostlos. Gelinde ausgedrückt. Die Zivilisten sind wie Geier. Die stehlen, randalieren. Einer wurde wegen einer Dose Limo aufgeschlitzt. Hier herrscht Chaos. Soldaten gehen nach Kriegsrecht vor. Das macht es nur noch schlimmer. Keine Chance, das HQ aus der Sturmwand raus zu erreichen. Agent Daniels ist abgereist, um Bericht zu erstatten und weitere Anweisungen einzuholen. Langley wird das alles nicht gefallen. Schätze, das werden sie uns heimzahlen. Als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Wer sollten die sonst sein? Kennen unsere Order. Sind sie! Ziel ist in Sicht! Neutralisiert! Komm nicht hin! Das waren Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Na, wir mussten uns ja verteidigen. Es ging nicht anders. Wir mussten unsere eigenen Leute töten. Ab hier können wir ruhig wieder die M41A wieder mitnehmen. 4A1. Weil die wieder öfters mitgenommen Geh wird. Zurück. Ist unser Aufgang. Los! Sie selbst einen Mist. Feuer, Herr Wieber! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los, Feuer! Unser schwere Beschuss! Brauche Hilfe! Ja, Sir! Zurück! Exekutieren, du Pissnäcke! Scheiße, Alter, die schießen voll auf die falschen Leute. Stirb doch. Position, gib mir den Kopf. Ja, das ist kein Problem. Ich weiß, was ich machen soll. Los, haben wir durch. Alter, Digga. Fast down, Alter. Alter Schwede. Langsam reicht mir der ganze Spaß hier. Puh. No fire, arms in the camp. Bis der Mist, dann slip camp. Keine Waffen im Lager. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Yay! Stimmt, ich bin schönes Ding. Aber starr mich nicht so an. Nein, bitte! Ich will nichts sterben! Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit! Wir werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Jetzt geht's richtig zur Sache. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben.
Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Was für ein kranker Bastard! Alter, ich bin fest! Geh down, du Sau! Aufs Korn, los! Gib die noch endlich! Boah, er hat eigentlich auch, hat wahrscheinlich Schutzwetze oder sowas an. Down, super gemacht, Leute. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen Munition sparen. Beste Idee, nehmen wir einen Sprengpulver. Zu verstecken. Boom. Was denn, ey? Hättest du schon sterben müssen beim ersten Schuss. Yeah, das war cool. Ich bin tot. Das ist echt cool. Dann würde ich sagen, wir nehmen das als perfekten Abschluss. Und machen demnächst genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich weiß, am Anfang ist es jetzt noch nicht so wirklich der abgefuckte Shit, aber es wird wirklich wesentlich besser, Leute. Und ja, das zeige ich euch dann das nächste Mal, würde ich sagen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffentlich sieht man sich mal online. Tschüss!